Kevin! Warum? Moment. Du, Kevin, warum spielen eigentlich alle nur Remaster? Naja, Pac-Man, manche davon sind ziemlich gut. Zum Beispiel Batman Return to Arkham. So, hallo und herzlich willkommen. Wer mich kennt, weiß, ich bin ein riesiger Batman-Fan. Und das war Grund genug, dass ich bei Warner gesagt habe, hey, Batman Return to Arkham, das ist genau meins, das muss ich spielen. Und ich möchte euch ein bisschen meine Meinung darlegen. Ihr wisst, in der Return to Arkham Collection ist Arkham Asylum drin von 2009 und Arkham City von 2011. Ganz kurz umrissen bei Arkham Asylum, falls jemand das nicht gespielt haben sollte, geht es darum, dass der Joker nach Arkham eingeführt wird auf Arkham Island in die Irrenanstalt in Gotham City und da quasi einen Aufstand hervorruft, um Batman zu stürzen, der mit ihm auf Arkham Island quasi gefangen ist und auch Commissioner Gordon ist da gefangen. Er lässt die Insassen frei und dann muss man in einem doch relativ linearen Spiel, wie ich festgestellt habe, durch Arkham Island und Stück für Stück sieht man neue Gegner und so weiter und so fort und versucht diesen Aufstand auf Arkham Island quasi zu lösen. In Arkham City wiederum geht es darum, dass ein gewisser Stadtteil von Gotham abgesperrt wurde und zu Arkham City ernannt wurde und der Leiter über Arkham City ist Dr. Hugo Strange, nicht zu verwechseln mit Steven, der gerade im Kino läuft. Und der leitet quasi Arkham City und Bruce Wayne bzw. Batman gerät da rein und will herausfinden, was das berüchtigte Protokoll 10 ist, denn der Joker ist da auch noch irgendwo und Strange hat definitiv nichts Gutes im Sinn. So, das sind die Storys mal grob umrissen. Wer tatsächlich, und ich kann direkt am Anfang sagen, wer tatsächlich Arkham Asylum noch nie gespielt hat und Arkham City oder einen von beiden, der sollte auf jeden Fall jetzt mal zugreifen. In dieser Version hier, das ist die PS4-Version, kostet Return to Arkham ungefähr 40€, 39,99€. Das, Leute, ist ein absolut guter und absolut okayer, in Ordnunger Preis für diese Collection, denn meiner Meinung nach sind das zwei absolute Meilensteine. City ist ein bisschen größer, ist ein bisschen mehr Open World. Arkham Asylum, wer beide tatsächlich noch nicht gespielt hat, ist ein bisschen linearer, wie ich eben gesagt habe. Von daher kann man da ein bisschen mehr eine gerade Story erleben. Also vielleicht, wenn ihr nicht so unbedingt Open World wollt gerade, ist Arkham Asylum vielleicht mehr für euch. Wenn ihr Bock habt, richtig irgendwie die Open World zu erleben ohne Batmobil, was in Arkham Knight ja ein großer Negativpunkt von vielen Leuten war, der kann gerne Arkham City spielen. Die Story ist genauso cool. Es gibt ein paar richtig, richtig coole Aufeinandertreffen. Ich sag nur für alle, die es gespielt haben, in Arkham City das Aufeinandertreffen mit Victor Freeze im GCPD, das war absolut fantastisch. Und in Arkham Asylum ist der absolut große Pluspunkt Scarecrow. Crane ist absolut fantastisch geschrieben, ist ein super cooler Charakter. Welcome to the Madhouse, Batman! Love what you've done with the place. Arkham Asylum remains under lockdown, its staff at the mercy of the rampaging inmates. We have at long last defeated the great Batman. Any last requests? How about a joke? Was gibt's zu sagen? Ich habe beide Spiele mal kurz reingetan. Ich habe bei beiden Spielen so die ersten 1-2 Stunden gespielt und bin dann aber an Asylum kleben geblieben, weil ich dann doch ein bisschen mehr Bock hatte, nochmal das erste zu erleben, nochmal ein bisschen mehr so diesen Weg zu erleben, den man in Asylum nimmt, weil ich auch nicht so in der Stimmung war für ein Open-World-Spiel aktuell. Mir sind ein paar Dinge aufgefallen. Also, diese Remastered Collection hier ist nicht unbedingt, tut beiden Spielen nicht unbedingt komplett was Gutes, denn beide Spiele sind so seltsam hell gemacht und gerade bei Asylum wurde die Dunkelheit von Rocksteady viel dazu genutzt, die Schwächen der Xbox 360 und der PS3 so ein bisschen zu kaschieren. Es sieht manchmal ein bisschen seltsam aus, ein bisschen matschigere Texturen, die man erst dadurch sieht, dass das Spiel insgesamt ein bisschen heller ist. Das finde ich ein bisschen fragwürdig zumindest. Aber da kann man drüber hinwegsehen. Ein paar Texturen sind schärfer, insgesamt funktioniert das Spiel noch super. Bei City, muss ich sagen, finde ich ganz, ganz komisch, wenn man da durch Arkham City gleitet. Wenn man oben von so einem Gebäude springt oder so, kann man mit Batman ja so gleiten und ein bisschen fliegen. Da finde ich ein bisschen seltsam, dass das Spiel tatsächlich ruckelt. Und das kann ich nur auf ein bisschen komische
fehlerhafte Programmierung schieben, denn eigentlich sollte so ein Remastered-Spiel meiner Meinung nach nicht ruckeln von einem Spiel, was 2011 mal rausgekommen ist. Also trotzdem, die Stories beider Spiele, insgesamt die Wirkung beider Spiele als Batman-Fan fürs Batman-Universum sind absolut fantastisch. Ich bin großer Fan von beiden, ich mochte Knight ja auch sehr gerne. Springe immer mal ein bisschen hin und her. Ich spiele aktuell Dark Souls DLC und so weiter. Springe immer mal vom Dark Souls DLC wieder zu Arkham Asylum, spiele dann mal wieder ein Stündchen, löse zwei Riddler-Rätsel, verprügel hier ein paar Jungs vom Joker oder vom Pinguin oder so. Das macht wirklich, wirklich viel Spaß, vor allem irgendwie schön für einen Sonntag mal oder so. Habt ihr die Spiele schon gespielt, müsst ihr nicht unbedingt die 40 Euro ausgeben. Das ist auch vollkommen klar. Habt ihr beide noch nicht gespielt, sind 40 Euro absolut drin. Das ist ein super Preis für ein super Angebot. Habt ihr eins von beiden nicht gespielt, könnt ihr abwägen. Ich würde es euch trotzdem empfehlen, dann eins zu kaufen. Wahrscheinlich seid ihr eh alle gerade irgendwie bei Skyrim, was gerade auch ein Remaster erfahren hat. Aber ich habe das Gefühl, die Return to Arkham Collection ist ein bisschen untergegangen und sollte ein bisschen mehr Liebe bekommen. Denn das sind tatsächlich zwei sehr, sehr gute Spiele. Von daher meine absolute Empfehlung und ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr sagt, ey, hier Arkham, das möchte ich gerne nochmal erleben. Ich empfehle euch das wirklich, ich habe da viel Spaß mit. Ist allerdings etwas, was man nicht unbedingt nochmal braucht, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn man die Spiele schon mal gespielt hat, da müsste man das Geld nicht unbedingt für ausgeben. Aber das Gleiche gilt auch für Skyrim, also das kaufen eh alle und da scheint es niemanden zu stören. Ich bin mir nicht so sicher, warum, aber Batman ist dann doch eher mein Ding als irgendein Drachentyp. Der Drachen tötet irgendwo. Oder sich vollkommen in allen Quests verliert. Also das habt ihr hier auf jeden Fall nicht. Kann man schön in 9 bis 15 Stunden kann man da schön alles durchkriegen. So, das war meine Meinung in einem winzig kleinen Review-Format zur Batman Arkham Return to Arkham Collection. Ich sag's immer falsch. Es gibt auf dem Vorzocker-Kanal unfassbar viel. Ihr wisst es, weil ihr seid die geilste Community der Welt. Wir haben zuletzt Vios News am Samstag gehabt. Unten ist irgendwas davon verlinkt. Der Newscast, den würde ich gerne verlinken. Sebastian hinter der Kamera. Newscast bitte gerne verlinken. Gut, ja, Sebastian nickt. Da habe ich mit dem Colin und dem Cookie, Colin Gable, Rocket Beans TV, Vorzocker, ihr kennt ihn, über Horror gesprochen. Wir wollten ungefähr 50 Minuten machen. Wir haben ungefähr 1 Stunde 40 gemacht. Hat funktioniert. Wir haben über Horror gesprochen als kleines Halloween-Special, das passt ja heute ganz gut. Und ansonsten gibt es bestimmt irgendein anderes cooles Video, vielleicht die Sprechstunde von letztem Mal. Vio hat uns gefragt, was würden wir mit 1 Million Euro tun? Ansonsten ist noch eine ganze Menge passiert, Paper Mario-Kram, alles mögliche. Unser Zelda-Beitrag, ihr könnt euch durch den Vorzocker-Kanal klicken. Lasst einen Kommentar da, Batman ja oder nein, Batman cool oder nein. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, tschüss.